I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 26. September 2023. Schönen guten Morgen. Zwei Themen haben wir heute, Tennis und Fußball. Im Fußball gucken wir gleich in aller Ruhe auf die Auslandsligen. Wir schauen auf die DFB-Pokal und Nations League, aber wir starten mit Tennis, denn Alexander Zverev steht im Finale des Turniers von Chengdu. Das ist ein kleines Turnier in China, ein 250er-Turnier. Aber es gibt Punkte für das ATP-Race zu den ATP-Finals. Und da gucke ich gleich mal mit euch drauf, wie es da steht. Im Halbfinale hat er gestern in zwei Sätzen gegen Dimitrov gewonnen. Jetzt gibt es heute das Endspiel gegen Roman Safiulin. Um 13.30 Uhr könnt ihr das Ganze live verfolgen auf Sky Tennis, wenn ihr Lust drauf habt. Also Endspiel mit Zverev um 13:30. Ansonsten werden eine ganze Menge anderer Tennisturniere ausgespielt in Fernost. Wir haben Annalena Friedsam, die in Ningbo ausgeschieden ist gegen Kvitova. Und Tatjana Maria scheidet in Tokio aus gegen Samsonova. Das waren zwei Ergebnisse von gestern. Ansonsten in den nächsten Tagen immer wieder aktiv Hanfmann, Altmaier, Korpatsch, Siegemund. Die sind alle in Peking, in Ningbo und eben auch in Chengdu in dem Fall jetzt unterwegs. Das ist so der Schauplatz für die nächsten Wochen. Und nächste Woche ein gutes Stichwort, oder nächsten Wochen, denn wir schauen mal drauf auf den aktuellen Stand im Race zu den Saisonabschlussturnieren. Also sozusagen die Tennisjahresabschluss Qualifikationsrangliste. Bei den Männern geht es um die ATP-Finals. Drei Spieler haben sich bereits sicher qualifiziert. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Daniel Medvedev werden dabei sein im großen Saison oder beim so großen Saisonhöhepunkt. Der dann ist ein bisschen hin. Es findet statt ab dem 13. November. Ab dem 12. November ist es in Turin. Die drei sind also auf jeden Fall dabei. Zverev ist momentan Siebter im Rennen. Acht qualifizieren sich. Also momentan wäre er qualifiziert. Aber es ist natürlich noch eine ganze Menge zu spielen bis dahin. Es gibt noch das Masters in Shanghai, es gibt noch das Masters in Paris, wo es jeweils 1000 Punkte für den Sieger gibt. Und in dem Quali-Rennen sind 1000 Punkte ungefähr das, was Platz 5 von Platz 10 trennt. Also da ist noch eine ganze lange Reihe zu spielen. Sinner, Rublev, Tsitsipas und Rune wären momentan die anderen, die noch qualifiziert wären. Und bei den Doppel gucken wir kurz drauf, genau. Da sind noch keine Teams sicher qualifiziert. Aus deutscher Sicht hier interessant natürlich Krapütz, Kevin Kravitzen und Tim Pütz, die sind momentan nur 13. Haben aber auch nur, haben noch nicht mal 300 Punkte Rückstand auf Platz 8. Und die spielen ja auch noch bei den großen Turnieren mit. Also das kann man auch noch schaffen, sich hier unter die Top 8 zu spielen. Mal sehen, ob das am Ende reicht. Bei den WTA-Finals haben wir bereits vier Damen qualifiziert, die finden aber auch früher statt. Die starten nämlich schon am 30. Oktober in Cancun, diesmal in Mexiko. Da haben wir bereits sicher mit dabei die gute Arina Sabalenka, Iga Swiatek ist dabei, Coco Gauff und Elena Rybakina. Aus deutscher Sicht, ich gucke mal die Liste runter, nix. Also wirklich nix in Sicht. Pegula, Vondrousova, Muchova und Jabeur werden momentan noch am Start. Zakari und Kies lauern auch noch. Also das bleibt auch noch dran. Kvitova ist jetzt wieder im Rennen. Müssen wir mal abwarten. Beim Doppelturnier stehen allerdings schon zwei fest, nämlich Gauff, Pegula sind bereits sicher mit dabei im Jahresabschlussturnier und Storm Hunter, Elise Mertens, die sind auch schon sicher qualifiziert. Auch hier aus deutscher Sicht ein Eisen im Feuer, und zwar Laura Siegemund mit Vera Svonjareva. Die sind momentan Zehnter, haben aber auch nur so um die 300 Punkte Rückstand auf Platz 8. Da könnte also auch noch was gehen. Aus deutscher Sicht bleiben wir dran und behalten wir natürlich hier im Auge in den nächsten Wochen. Zurück zum Sport. Tennis ist durch. Handball, ein Ergebnis aus der HBL noch von gestern vielleicht. Stuttgart unterliegt Gummersbach. So, für wen auch immer das relevant sein könnte. Jetzt kommen wir zum Fußball und wir starten wie jeden Dienstag mit dem Blick auf die internationalen Ligen vom Wochenende. Gucken wir, was sich getan hat in der Premier League. Da schauen wir mal nach vorne und sehen Manchester City auf der 1. 6 Spiele, 6 Siege. Wer soll die stoppen? Es gab jetzt ein 2-0 gegen Nottingham Forest wieder. Da waren sie natürlich favorisiert, aber das läuft. Das läuft. Nächstes Spiel in Wolverhampton sehe ich jetzt auch nicht den großen Stolperstein, um ehrlich zu sein. Liverpool ist Zweiter mit 16 Punkten. Die haben gegen West Ham 3-1 gewonnen. Brighton jetzt Dritter mit 15 Punkten. Das ist das Überraschungsteam hier vorne. 3-1 gegen Bournemouth. Und dann kommen Tottenham und Arsenal. Die haben am Wochenende sich ein tolles 2-2 geliefert. Aber das bringt natürlich beide jetzt nur auf 14 Punkte. Damit fallen sie doch ein kleines bisschen zurück auf eben 4 und 5. Wir schauen auch ans Tabellenende. Da haben wir Sheffield United auf dem letzten Platz mit einem Punkt. Burnley einen Punkt. Luton Town einen Punkt. Gut, ist jetzt aber auch nicht so schockierend, dass man die drei da unten sieht. Chelsea nur auf 14. Das ist vielleicht noch erwähnenswert von den großen Teams. Jetzt wieder verloren gegen Aston Villa. Ein Sieg aus 6 Spielen, das geht besser, würde ich mal sagen. Aber ist ja noch lang, lang, lang zu spielen dort. Schauen wir nach Frankreich. Da hat sich Folgendes getan. PSG hat das Topspiel gegen Olympique Marseille gewonnen.
und sich damit auf Platz 3 geschoben. 4-0 haben sie gewonnen, relativ deutlich sogar. Dritter jetzt mit 11 Punkten, aber eben nicht ganz vorne. Marseille übrigens 9. Hinter PSG Monaco, die haben verloren, nämlich 0-1 gegen Nizza. Und dadurch hat sich Nizza auf die 2 geschoben mit 12 Punkten, aber an der Spitze thront mit 13 Punkten und einem frischen 1-0 gegen Lyon im Rücken. Stade Brest. Das hätten wir sicherlich nicht erwartet. Und ich glaube nicht, dass die sich so lange da oben halten werden. Aber aller Ehrenwert auf jeden Fall. Und wir schauen nach unten, sehen mit einem Punkt am Tabellenende Clermont Foot, okay. Und mit 2 Punkten auf dem vorletzten Platz Olympique Lyon. Noch nicht gewonnen in der Saison. Und die waren mal echt gut. Aber da geht es gerade so richtig einen Bach runter. Müssen wir mal Lens, guck mal hier, Asse Lens, auch hier gerade jetzt das erste Mal gewonnen in der Saison gegen Toulouse 2-1. 4 Punkte, drittletzter Platz. Da kennen wir auch Besseres. Die waren mal Meister vor kurzem. Also, das behalten wir im Auge. Schauen wir nach Italien, Serie A. Was hat sich da getan? Wir haben nach 5 Spielen an der Tabellenspitze Inter Mailand mit 15 Punkten, maximale Ausbeute, 1-0 in Empoli gewonnen. 12 Punkte hinten dran, der AC Mailand mit dem 1-0 gegen Hellas Verona. Das ist also genau das Derby-Unterschied, was Inter ja gewonnen hatte. Ansonsten haben Milan auch alle Spiele gewonnen. Lecce ist der Dritte, jetzt wieder gegen CFC Genua 1-0 gewonnen. Das ist sicherlich die Überraschung, die stehen nämlich noch vor Juventus, Turin und Florenz. Die haben nämlich nur jeweils 10 Punkte, wobei Juventus ja am Wochenende verloren hat, 2-4 in Sassuolo. Ich hatte schon davon berichtet und Florenz gewinnt in Udinese 2-0 und damit also Fünfter mit 10 Punkten. Am Tabellenende hier mit 0 Punkten Empoli, 5 Spiele, 5 Niederlagen, hui. Hinter Cagliari und Udinese Calcio. Die haben alle noch nicht gewonnen. So ist es. Letzter Blick geht nach Spanien. Da gab es das Madrider Derby am Wochenende. Das hat Atletico gewonnen. 3-1 gegen Real. Damit ist Real die Tabellenführung los. Erste Niederlage nach 5 Siegen. Vorneweg mit jeweils 5 Siegen und einem Unentschieden haben wir Barcelona und Girona. Jeweils 16. Barcelona erwartet. Die haben jetzt wieder 3-2 gegen Vigo gewonnen. Und Girona 5-3 gegen Mallorca gewonnen. Also sind sie Überraschungsgäste da vorne, die Jungs von Girona. Real also 15 Punkte, dann kommt Bilbao mit 13, die hatten ein 2-0 in Alaves am Wochenende. Und dann eben Atletico mit dem Derby-Sieg im Rücken, 10 Punkte. Aber die haben gegen den FC Sevilla noch ein Nachholspiel, das wollen wir auch nicht vergessen. Und wenn sie das gewinnen, dann gehen sie hoch auf 13 Punkte und dann sind sie wieder auf Platz 4. So. Dann gucken wir noch kurz weiter ins Ausland. Eine kurze Information aus der Reihe To Whom It May Concern. Brasilianischer Pokalsieger ist Sao Paulo geworden gegen Flamengo im Finale. In Tschechien gab es das Topspiel in der ersten Liga, auch ein Derby, hatte ich gar nicht erwähnt im Vorfeld. Slavia Prag gegen Sparta Prag, das war auch ein verrücktes Ding. War ein hartes Spiel, es gab schon früh gelbe Karten auf beiden Seiten, 1-0 dann per Elfmeter die Führung für Slavia Prag und dann in die Schlussphase ging es dann völlig rund. 88. Minute ging es dann hin und her, übles unsportliches Verhalten auf beiden Seiten, rote Karte auf beiden Seiten, dann noch ein paar gelbe Karten für Slavia Prag. Die haben dann noch ein Tor erzielt in der 7. Minute in der Nachspielzeit, was nicht anerkannt wurde. Und dann gab es in der 10. Minute Nachspielzeit einen Elfmeter für Sparta Prag. Und die haben dann ausgeglichen. Danach hat dann der Torschütze so provokant gejubelt, dass er dafür auch nochmal gelb kassiert hat. Also da war einiges los in Prag. Und es war leider auch einiges los in Amsterdam. Da wurde das Spiel gegen Feyenoord nämlich abgebrochen beim Stand von 0-3, als zum dritten Mal Feuerwerkskörper auf den Platz flogen. Das soll jetzt am Mittwochmittag beendet werden. Behalten wir mal im Auge, ob das so klappt. Ich vermute mal ohne Zuschauer. Alles andere wäre, glaube ich, unsinnig hier. Aber auch da muss man sagen, Ajax hat bessere Zeiten schon gesehen. Feyenoord jetzt nach, gut, das Spiel ist noch nicht eingerechnet. Eindhoven und Alkmaar liegen vorne. Feyenoord kann mit einem Sieg dann auf Platz 3 steigen. Und Ajax Amsterdam finden wir auf Platz 14 momentan wieder. Das ist kein gelungener Saisonstart für das ruhmreiche Ajax natürlich. So, und jetzt habe ich euch noch ein bisschen was vom Fußball von heute Abend versprochen. Da gibt es ein paar Leckerlis nämlich. Kreuz und quer mit der Schrotflinte durch alle Wettbewerbe geschossen. Es gibt ein Spiel im DFB-Pokal. Die Älteren werden sich erinnern, vor vielen Wochen fand mal die erste Runde im DFB-Pokal statt. Da aber am selben Abend dann Bayern gegen Leipzig im Supercup gespielt hat, haben die ihre Spiele nicht im Pokal ausgetragen, sondern die holen die jetzt nach, Wochen später. Hält alles auf. Die Auslosung ist erst am kommenden Wochenende, die haben wir noch nicht. Und erst nach der Auslosung können wir die Bundesliga weiter terminieren als Anfang Oktober. Also es ist ein Rattenschwanz, den es hinter sich zieht. Jetzt spielt bitte endlich. Preußen-Münster gegen die Bayern gibt es am Abend um 20:45 live bei Sky und auch live bei ZDF Sportstudio live. Also 8:45 geht's los. Favorit natürlich Bayern München, obwohl die in den letzten 3 Jahren nicht den Pokal gewonnen haben. Aber ich glaube, die wollen mal wieder. Davor könnt ihr im ZDF schon reinschalten zur Nations League der Frauen. Da gibt es das zweite Spiel für Deutschland nach der Auftaktniederlage. Muss gewonnen werden gegen Island.
18.15 Uhr geht's los und dann ist das Sportstudio beim Fußball, bei der Fußballstrecke am Abend geht dann direkt rüber zum DFB-Pokal. Da könnt ihr also dranbleiben. Deutschland gegen Island, Frauen, Olympia-Quali und Nations League um 18.15 Uhr. Zur Erinnerung, nur der Gruppensieger aus dieser Gruppe erhält sich die Chance auf die Olympischen Spiele. Und zu guter Letzt noch ein bisschen was aus dem Ausland. Wir haben aus Italien, Serie A, Juve gegen Lecce, 20.45 Uhr auf der Zone. Spanien um 19 Uhr, Sevilla, Almeria und um 21.30 Uhr Mallorca gegen Barça auf der Zone ebenfalls. Und dann haben wir noch aus England den EFL Cup, da gibt es Manchester United gegen Crystal Palace auf der Zone über Sport Digital um 21 Uhr. Und angeblich soll es über Sport Digital bei der Zone auch noch um 20.45 Uhr Ipswich Town gegen Wolverhampton geben. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil Sport Digital ja immer nur ein Spiel zeigt. Vielleicht haben sie da Rechte und haben das irgendwie sublizenziert, also könnte sein, aber ganz ehrlich, Ipswich Town gegen Wolverhampton Wanderers, auch hier gilt wieder, wer das als Einzelspiel guckt, schreibt bitte in die Kommentare, ich wüsste gerne, wer mein Publikum ist, das fände ich doch durchaus wissenswert. Das war's, morgen sehen wir uns wieder zum Mittwochsfrühsport und das heißt natürlich wie immer Blick auf die NFL, auf Week 3, wir gucken, was passiert ist, Gewinner und Verlierer und das Übliche und mehr Fußball gibt's und mehr Tennis gibt's und noch was für morgen schon mal so als Anschmecker. Ja, Rugby-WM geht schon wieder weiter. Und die Basketball-Bundesliga startet. Also es ist wieder eine Menge los diese Woche. Reinschauen am besten jeden Tag. Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. 8 Abonnenten brauchen wir noch. Oder Abonnentinnen natürlich. Bis zur 400. Ich hoffe mal, die kriegen wir dieses Jahr noch. Das wäre eine schnieke Zahl, oder? Danke fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.